Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei iOS Let's Play. Mein Name ist Simon und wir spielen weiter Plants vs. Zombies. Wir stehen jetzt kurz vor dem Level 1.4, haben schon viele Herausforderungen gemeistert. Na gut, eigentlich nicht, das war bis jetzt sehr einfach. Aber mal schauen, was so das nächste Level bringt. Mein Haus sieht eigentlich anders aus, aber wenn Plants vs. Zombies mir sagt, dass es meins ist, dann nehme ich es gerne an. Ja. Jetzt haben wir fünf Reihen zu verteidigen und dadurch wird das schon um einige schwerer. Aber wir werden das schon mit Bravour meistern. Ich habe Vertrauen in uns. Genauer gesagt in unsere Pflanzen. Und da kommt der erste Zombie und der wird direkt vollfällig gemacht. Ihr kriegt direkt mal ein paar Erbsen in die Fresse. Das tut ja auch so weh. Ja, Mann. Ach, dieses Spiel ist so sinnbefreit, ey. Ich mag es einfach. Ich mag Spiele, wo so die Vorstellung, dass das wirklich passiert, so total absurd ist. Ich meine, Zombies alleine sind ja schon absurd, aber man weiß ja nie, was das Leben so für einen bereithält. Aber dann auch noch Pflanzen, die dein Haus verteidigen, ja. Da hört es echt auf. Aber dadurch ist das Spiel so genial. Und da kommt der nächste Zombie, direkt mal einen Pea-Shooter in den Weg pflanzen. Das Gute ist ja an iOS Let's Play, also wenn man Apps Let's Play, man kann damit ja, also waren jetzt meine Überlegungen, theoretisch immer noch Partner werden. Denn App-Reviews hindern einen ja nicht an der Partnerschaft. Und bei App-Reviews zeigt man das Spiel ja auch. So. Und hier zeigt man das Spiel ja auch nur. Und ist ja quasi nur ein App-Review in verdammt langer Form. Weil ich kann euch ja auch dabei Tricks verraten, wie man am besten pflanzt und ach, wo war ich jetzt? Ja, und das Spiel halt zeigen wie ein App-Review. Und damit das sich wirklich wie ein App-Review anhört, sage ich euch jetzt direkt mal, dass das Spiel eine glatte Empfehlung ist. Kostet 2,95, 59, Entschuldigung, im App Store und ist wirklich wie Doodle Jump eine Pflicht-App. Macht nämlich tierisch Spaß und hilft gegen Langeweile und Wartezeiten bei diversen Institutionen wie Arzt oder Bus. Boah, das klingt schlau. Institution. Nun gut, wenden wir uns wieder unserem Garten zu. Denn langsam werden es ja schon mehr Zombies. Aber wir haben ja genug Sonnen, um das hier ganz gechillt nach Hause zu fahren. Ich hoffe, ich mache das so richtig hier. Let's Play. Einfach nur Scheiße in die Kamera labern. Beziehungsweise ins Mikro, während ich ein Spiel spiele. Ich habe nämlich, also ich gucke natürlich Let's Plays, aber ich weiß gar nicht, ob es dazu wirklich so, ja, sag ich mal, so eine Anleitung gibt, wie man Let's Plays macht. Also bei App Reviews ist es ja klar. Ja, da zeigt man die App und sagt, ob sie eine Empfehlung ist. Und so weiter. Ja, man kann das natürlich auf verschiedene Art und Weise machen, aber theoretisch gibt es da so eine Art Anleitung. Und hier kommt jetzt auch schon die letzte Welle. Man sieht wieder, die ersten Sachen sind tierisch einfach und ich mache mir eben mein Make aus. Ich weiß nicht, ob man das hört von TweetDeck. Und da brauchen wir auch jetzt gar nicht mehr die Pflanzen hier einzusammeln. Ach, die Pflanzen, die Sonnen. Denn wir haben ja quasi eh schon gewonnen. Und hier haben wir die Schaufel. Ja, yeah. Oder, ja, Spaten, mehr ein Spaten. Schaufel, doch eine Schaufel. Sieht für mich trotzdem aus wie ein Spaten. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Damit kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Ja, das ist sehr nützlich, besonders für so Ordnungsfreaks wie mich. Also bei Plants vs. Zombies, mein Zimmer sieht aus wie Chaos.
Und ja, machen wir mal weiter. Und da kommen wir Deppy Dave. Hallo Nachbar, hi. Ich bin Deppy Dave. Ja, wissen wir. Aber nenn mich ruhig Deppy Dave. Okay, machen wir. Hör mal, ich habe eine Überraschung für dich. Cool. Aber zuerst musst du deinen Rasen aufräumen. Okay. Benutze die Schaufel und grab die Pflanzen aus. Yeah. Möge das Buddeln beginnen. Booyah. Zack, zack. Mann, komm schon. Zack. Yeah, Mann. So, jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bowlen. Ja, Mann, bowlen ist cool. Hier, nimm diese Walnuss. Ob ich dir eine Walnuss gebe? Weil ich deppert bin. Oh ja, ich meine, du hast noch einen Topf auf dem Kopf. Und jetzt los, bowle wie der Teufel. Ja, Mann, Satan. Das hier funktioniert quasi wie Bowling. Man muss mit den Walnüssen die Zombies kaputt bowlen. Und wenn man Glück hat, trifft man mehrere. Ach, das Glück ist aber, wie es scheint, nicht auf meiner Seite. Ich treffe nur einen. Ja. Ich mag diese Level sehr gerne, wo die Pflanzen, die man verwenden kann, einfach auf diesem Förderband kommen. Weil das ist viel einfacher. Da wird einem so ein bisschen die Verantwortung abgenommen, sage ich mal, sich selber die richtigen Pflanzen auszuwählen und so weiter. Da bekommt man einfach was hingesetzt und muss damit das Bestmögliche machen. Und ist immer eine schöne Abwechslung zu den anderen, ja, anderen Leveln, wo man selber Pflanzen, also selber die Pflanzen wählen muss und sinnvoll einsetzen muss. Aber da gibt es auch ein paar Tricks und Kniffe und werde ich euch auch, wenn es mal soweit ist, ein paar davon zeigen. Aber jetzt bauen wir hier erstmal diese Zombies kaputt. Das hier sind explodierende Walnüsse, die, ja, wenn die einen Zombie treffen, dann haben die eine Wirkung, halt wie so eine Kirschbombe. Kann ich euch mal zeigen. Und Batu! Die würde ich auf jeden Fall immer aufbewahren und nicht auf einzelne Zombies anwenden, sondern wirklich, wenn es mal eng wird, um damit direkt so eine ganze Gruppe fertig zu machen. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Okay, da bin ich mal gespannt. Da hätte ich mir vielleicht diese explodierende Walnuss aufheben können, müssen, sollen tun. Aber hätte, wenn und aber, habe ich nicht getan. Machen wir jetzt auch mal hier. Boom. Dann schiebt man da einen, noch eine, da eine. Und auch das hier ist keine Herausforderung. Später werden die, auch diese Bowling-Levels zwischendurch schwieriger. Entschuldigung. Und ja, diesmal bekommen wir wirklich eine Kartoffel. Kartoffelmine ist das, glaube ich. Und sind ganz cool. Benutze ich aber nicht so oft. Ja, Kartoffelmine explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ja, das war's auch schon wieder vom zweiten Teil des Plants vs. Zombies Let's Play. Und langsam merke ich, dass es ein riesiges Projekt wird. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder dabei. Nochmals, schaut auch die Let's Plays der anderen beiden an. Ich denke mal, die haben mindestens so viel drauf wie ich. Oder so wenig, wie man es will. Aber ich glaube, die schaffen das sogar noch besser. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war's soweit von diesem Let's Play. Und beim nächsten Mal gehen wir mit dem Level 1.6 weiter. Bis dann, ciao.